Zuerst muss die Sohle runter. Erst dann sieht der Schuhmacher, was ihn erwartet. Die Hitze des Föhns macht den Kleber weich. Er sieht zum Glück besser aus, als wir zuerst besprochen hatten. Also wir müssen keine Zwischensohle aufbauen. Die wird jetzt nachher erst dünner geschliffen. Dann werden wir sie neu nähen und dann kommt nachher die neue Ledersohle drauf. Also zuerst die alte Sohle abschleifen und für den Absatz zwei Lederflecken anschleifen. Es freut mich ungemein, wenn ich sehe, der Schuh hat was erlebt. Der Träger hat was mit seinem Schuh erlebt und der Schuh ist immer noch so gut in Schuss. Das ist schon richtig, also das freut mich dann schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, juhu, der ist so alt, mit dem arbeite ich lieber, als mit so einem Schuh, der jetzt erst ein Jahr alt ist. Also das jetzt nicht, aber es ist schon eine Freude zu sehen, dass ein Schuh so lange leben kann. Damit der Schuh gerade steht, stimmt Markus Leudl die Absatzhöhe und die Sohle aufeinander ab, die sogenannte Sprengung. Also er steht jetzt auch leicht nach oben. Das ist bei so einem rahmengenähten Schuh immer ganz gut zu sehen. Beim anderen sind es halt Erfahrungswerte, das siehst du dann im Laufe der Zeit. Er muss nachher eigentlich, muss ich selber auf der Seite gucken, also ich brauche hier locker noch 3 mm, muss ich also nachher von den zwei Flecken, wo ich drauf gemacht habe, ein bisschen reduzieren, dass er schön steht. Die Naht, die Rahmen und Zwischensohle zusammenhält, muss erneuert werden. Treue Begleiterin, seine altbewährte Doppelnähmaschine aus den 50er Jahren. Er muss darauf achten, dass er den neuen Faden durch die bereits vorhandenen Löcher näht. Wenn ich jetzt in dieses Leder noch mehr Löcher rein machen würde, dann könnte das passieren, dass mir der Rahmen irgendwie abreißt, wie bei so einem perforierten Block. Fertig. Gut nett. So. Nun kommen der Absatz und die neue Ledersohle an den Schuh. Klassisch geleimt. Das ist eines der ältesten Handwerke, die wir haben. Ein Schuh begleitet uns eigentlich durchs Leben. Also ist ein treuer Begleiter, er schützt uns, er gibt uns Halt. Er vermittelt uns auch ein bisschen Bodenhaftung, würde ich jetzt mal sagen. Und ist ein modisches Accessoire noch, ja, wo man sich selber auch ein bisschen damit ausdrücken kann. So, als nächstes kommt dann das Pressen. Ich setze dann die eingestrichene Sohle auf den Schuh an. So. Und dann bleibt die jetzt erstmal kurz drinne. Derzeit können wir dann die zweite Sohle drauf machen. So, nach dem Pressen werden wir jetzt den Absatz auf Stand schleifen. Das heißt, dass der Schuh nachher wieder richtig Absatz, Sohle, das richtige Verhältnis hat. Das ist wichtig für eine gesunde Körperhaltung. Gut. Alles gut. Können wir weitermachen. Stehen beide schön plan, wie es sein soll. Einstreichen, trocknen lassen, pressen und dann kommt nachher der nächste Arbeitsschritt. Und jetzt machen wir auch gleich noch das, legen wir auch noch gleich fest, dass es beides miteinander anziehen kann. Das Innenfutter ist aus sehr weichem, aber zähem Kalbsleder. Und schlagen es gleich um. Es ist besonders dünn, damit der Schuh dem Träger nicht zu eng wird. So, jetzt ist das Futter drin. Das haben wir jetzt auch schön hier rumlaufen lassen, dass wir auch gleichzeitig diese Bruchstellen, was hier oben waren, vom Einfass, auch gleich mit kaschiert haben und auch wieder ein bisschen mehr Stabilität dadurch bekommen. An Absatz und Sohle nun noch ein letzter Feinschliff.
warum ich Schuhmacher bin. Vielleicht, weil ich einen Gendefekt habe. Oder vielleicht, weil ich auch als Kind schon bei meinem Opa und meinem Papa in der Werkstatt rumgerannt bin und mich das ein bisschen schon geprägt hat und es dann einfach mitnimmst in deinem späteren Leben, unbewusst, sage ich jetzt mal. Und dann wirst du irgendwann mal ein bisschen hingestoßen und dann fällt dir auf einmal auf, was für ein toller Beruf das ist, was du damit alles machen kannst, was du herstellen kannst, kannst dich verwirklichen, also im Malschuhbereich. Du kannst Leute glücklich machen mit einer guten Reparatur. Wenn man gern mit den Händen arbeitet, ist es sowieso eine ganz, ganz feine Sache. Ein farbloses Wachs schützt die Sohle vor Feuchtigkeit und gibt dem Leder Nahrung. Es gibt jetzt, wenn man jetzt schon guckt, diesen Glanz, wo wir vorher noch nicht gehabt haben. Der wird nachher noch intensiver durchs Polieren an der Maschine. Allein durch die Wachsschicht, durch die Farblose, wird es noch mal ein bisschen intensiviert. Die Schuhe sind aus widerstandsfähigem Cordovan, also Pferdeleder. Leder ist Haut, tote Haut, muss man sagen. Kriegt keine Nährstoffe mehr vom Körper, sondern die müssen wir ihm zufügen. Oder wir cremen uns ja auch noch zusätzlich ein nach dem Duschen oder nach dem Händewaschen. Und das Leder vom Schuh braucht natürlich auch sehr viel Pflege. Und wenn man das richtig macht, hat man den Schuh sehr lange, ja. Mit verschiedenen Politurmitteln arbeitet Schuhmacher Leudl die rötliche Farbe des Cordovanleders wieder heraus. Und man sieht jetzt auch schon, wie schön das jetzt hier glänzt durchs Polieren. Und dieses Wachs, was hier aufgetragen wird, das gibt nochmal eine extra Schutzschicht und Glanzschicht. Und auch da gucken wir, ob wir noch ein bisschen mehr Glanz mit dem Tuch rauskriegen. Ja. Dann schauen wir uns noch mal beide an. Man denkt zwar, hier und da könnte man noch vielleicht ein bisschen, aber das habe ich auch schon gelernt, wenn man denkt, da geht noch was, heißt nicht immer, dass es tatsächlich besser wird. Man muss dann auch mal zufrieden sein mit dem Ergebnis und mit dem Ergebnis kann man zufrieden sein. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.